Hi YouTube, wir schauen jetzt das Video Debatten um die Trans-Community. Was ist da eigentlich dran? Tatsächlich würde ich jetzt einfach mal behaupten, an vielen Punkten ist relativ wenig dran. Warum würde ich das behaupten? Weil ich mich tagtäglich damit auseinandersetze und die meisten Sachen schon sehr oft debunked sind, aber wir sie trotzdem immer wieder aufmachen müssen, weil sie irgendwie von der Bild oder von der AfD oder von irgendwelchen Rechten aufgegriffen werden und groß gemacht werden. Deswegen gucken wir jetzt dieses Video und gucken mal an, was da so gesagt wird. In den letzten Jahren hat der Diskurs um Transpersonen und Geschlecht allgemein zugenommen. Und damit auch die... Ich glaube, leise ist trotzdem, ne? Aber was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht nochmal rufen. Das ist auch ein sehr leises Video, habe ich das Gefühl. Was hat er denn geöffnet? Das da? Okay, Moment. Ich teste mal ganz kurz alles. In den letzten Jahren hat der Diskurs um Trans... Das ist er. Was heißt das hier? Hau ich mal nach oben. Ich weiß voll, wo das vorher stand. ...Personen und Geschlecht allgemein zugenommen. Und damit auch die Präsenz von Transpersonen in der... So, okay. So, wir starten das Video nochmal neu. Die Antwort nehme ich trotzdem einfach so. So. Funktioniert es wieder nicht. Psst. Da. So, wir machen das jetzt. Hat sich nichts verändert, nicht? In den letzten Jahren hat der Diskurs um Transpersonen und... Also für mich schon. Allgemein zu... Ich meine, für mich hat sich was verändert. Ah, ich höre es jetzt lauter, aber freut mich, dass ihr es nicht lauter hört. Moment, ich muss hier mal ganz kurz... Der ist auch voll. Audio Mix. Stream. Ah. Moment, okay. Klappt's jetzt? In den letzten Jahren hat der Diskurs um Transpersonen und Geschlecht allgemein zugenommen. Und damit auch die Präsenz von Transpersonen in der Öffentlichkeit. Aber woher... Dann stelle ich das mal wieder zurück. Gaming da, Mixer da, Gaming hier. Ich will nichts zu viel umstellen. Okay. Ich kann hier was versuchen. Das ist bei... Woher kommt das? Und was hat sich dadurch für die Community verändert? Darüber habe ich mich mit Gabriel Knox König vom Bundesverband Trans unterhalten. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, es braucht... Hat sich nichts geändert? Ich höre mich nur viel lauter. Ich glaube, das war es nicht. Das geht schon. Okay. Da muss ich mich aber mal wieder ein bisschen leiser. Ich will mich nicht so laut hören. So, besser. Frage ist, wäre es an einem Punkt schneller gewesen, die 19 Seiten zu lesen? Weißt du, Ella, willst du Stress? So. Ich könnte vielleicht auch gucken, dass hier das... Moment, lass mich mal was gucken. Ob man hier im Soundmixer... Es gibt doch hier so ein... Lautstärke-Mixer. Aha! Moment. In den letzten Jahren hat der Diskurs um Transpersonen... So nämlich... Technik wie ihn auch wirklich. Sehr schön. So, ich nehme trotzdem noch dieselbe an. Ich nehme dieselbe Antwort jetzt. Ist mir egal, da muss ich halt dazwischen ein bisschen schneiden. Schneiden wir raus. Ganjo, du wolltest schneiden. Sunfeather auch. Wollt ihr? Du wieder leiser machen? Ella, du bekommst wirklich Stress bald. So, wir machen das jetzt einfach. Jetzt sollte es klappen. In den letzten Jahren hat der Diskurs um Transpersonen und Geschlecht allgemein zugenommen. Und damit auch die Präsenz von Transpersonen in der Öffentlichkeit. Ja, und das ist ja einmal was sehr Gutes. Das heißt, Menschen werden präsenter, werden gesehen. Das heißt auch, wir können halt offener auch für unsere Rechte einstehen. Und es wird mehr darüber diskutiert, dass unsere Rechte vielleicht nicht so geil sind, wie sie jetzt sind. Das ist schon cool. Aber
Das einzige Problem ist, das ist ein großes Problem tatsächlich, dass dann auch transfeindliche Menschen darauf aufmerksam werden. So. Und deswegen gibt es natürlich auch mehr Hass gegen Transmenschen. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem eine gute progressive Entwicklung, dass wir überhaupt so viel Aufmerksamkeit erstmal haben. Dass natürlich jetzt Rechte das nehmen für ihren scheiß Populismus, das ist nicht so gut. Aber yes. Aber woher kommt das? Und was hat sich dadurch für die Community verändert? Darüber habe ich mich mit Gabriel Knox-König vom Bundesverband Trans unterhalten. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, es braucht in Deutschland mehr als zwei Personenstände. Heute haben wir den Personenstand männlich, weiblich, divers und gestrichen. Das Thema ist in der breiten Masse deshalb so angekommen, weil der dritte und vierte Personenstand rechtlich umgesetzt werden muss. Wir sehen das in Stellenanzeigen, in denen dann MWD Bindestrich oder auch nur MWD steht. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich aber auch denke, so ja, natürlich ist es gut so, aber im Endeffekt könnte man auch einfach die Klammer wegnehmen und eine allgemeine Bezeichnung für den Job vorne hin machen. Also, ich finde, man könnte das auch einfach so machen. Und daher kommt die verstärkte Sichtbarkeit und die verstärkte Diskussion zum Thema. Vorher war das Thema Trans- und Nichtbinarität viel stärker marginalisiert, ja. Und es war viel, viel schwerer überhaupt für Rechte von trans- und nichtbinären Personen einzutreten, weil viel weniger Personen klar war, dass wir überhaupt existieren. An dem Punkt muss man einfach sagen, es geht nur darum, Personen Existenzrecht einzuräumen, die ohnehin schon existieren, ohnehin in dieser Welt partizipieren, ja. Und einfach auch Zugänge und Rechte brauchen. Durch die gestiegene Präsenz. Ja, ich glaube, für mehr, da kann man nicht viel zuzufügen. Bundesverband Trans. Danke. Es wird Transsein auch normalisiert. Ja. Gleichzeitig kommt es manchen Menschen so vor. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da sind und dass wir auch sichtbar sind, weil wir es normalisieren, indem wir da sind. Und ja, ich weiß, dann regen sich da Leute drüber auf und sagen, ja, aber auf immer, überall sind Transmenschen. Erstens, nein, das stimmt nicht. Es sind nicht überall Transmenschen. Es sind immer noch sehr wenige Prozente der Bevölkerung. Aber jetzt fallen sie euch mehr auf, weil sie auch eine Bühne bekommen und weil sie auch Aufmerksamkeit bekommen. Ne? So natürlich ist es dann erstmal ungewohnt, weil es auf einmal so wirkt, dass das super viele sind. Aber es ist so nicht, sondern es war einfach vorher, mussten sie sich verstecken. Und jetzt wird es offener. Und mehr Menschen reden drüber. Und es ist aber auch super wichtig, dass das passiert, einfach dafür, dass es halt normalisiert wird, dass Menschen trans sind und dass dann irgendwann kein Hass mehr gegen Transmenschen so stark ist wie jetzt. Natürlich hast du nur den rechten. Ach, stimmt, da war ja was. Vielen lieben Dank, Mockatech, für deinen Subsupport. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Als gäbe es immer mehr Transpersonen. Aber ist das wirklich so? Es gibt Studien, die zeigen, dass im Erwachsenenalter etwa ein Drittel der Personen transmännlich, transweiblich und nicht binär sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich das Outing-Alter nach vorne verschiebt, weil heutzutage auch schon Kinder und Jugendliche Zugang haben zu dem Wissen, dass sie nicht defekt oder falsch sind. Ja, das ist halt genau das, ne? Also es outen sich viel mehr, viel früher inzwischen, weil es halt ja allein, dass wir jetzt zum Beispiel hier sind und darüber quatschen, ist schon ein gutes, großes Zeichen dafür. So, allein, dass es dafür auch eine Zuschauerschaft gibt und dass Menschen sich dafür interessieren, für Trans-Themen interessieren, das finde ich schon, das zeigt schon, ja, wir haben mehr Bühne, mehr Menschen hören und hören zu. Und natürlich lernen dann auch viele Menschen was über sich selbst. So, ich habe auch erst kapiert, dass ich trans bin, als ich was über das Thema erfahren habe. Und vorher habe ich die ganze Zeit gedacht, warum fühle ich mich so scheiße? Warum bin ich so anders als alle? Und warum bin ich falsch, so wie ich bin? Und genau, das ist halt ein Ding, was sich dann jetzt immer wieder ein bisschen verbessert. Weil sie nicht in das Geschlecht passen, das ihnen anerzogen wird, sondern dass sie einfach trans oder nicht binär sind. Hallo. Ist alles okay? Ja, es ist Stetzig hat geholfen. Danke dir. Mit der Repräsentierung und Präsenz steigen aber auch die Debatten. Transsein bzw. Geschlecht ist oft ein Streitthema. Weil sich bezogen auf Transgeschlechtlichkeit und Geschlecht in den letzten Jahren viel verändert hat. 2018 wurde Transgeschlechtlichkeit entpathologisiert. Das bedeutet, vorher
war es eine Persönlichkeitsstörung. Mhm. Jetzt ist der medizinische Konsens der Weltgesundheitsorganisation, dass Transgeschlechtlichkeit eine ganz normale Geschlechtlichkeit ist. Was? Aber was? Das ist doch nicht, das kann doch nicht sein. Wenn wir jetzt doch Trans nicht mehr als Krankheit ansehen, werden dann überhaupt noch die Leute behandelt, die Trans... Ach, was werden sie noch? Oh. Aber wenn Trans jetzt keine Krankheit mehr ist, dann kann man doch jetzt nicht einfach... Also dann kann ja jeder bestimmen, was Trans ist, und das wäre ja ganz schlimm, weil... Hier Dings. Schlecht, einfach. Aber das ist halt eben das Ding, ne? Es ist keine Krankheit mehr. Auch wenn Menschen wie eine Persia X das immer wieder behaupten und auch andere Tokens immer wieder behaupten, Trans sein wäre eine Krankheit. Nein, ist es nicht. Und ja, auch die WHO sagt es, dass es es nicht ist, es ist eine einfach eine normale geschlechtliche Entwicklung. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche geschlechtliche Entwicklung und das gehört eben auch dazu und ist Teil davon. Es ist nichts Krankhaftes oder irgendwie eine Krankheit. Aber ich brauche immer noch für jeden Kack eine F64, die müsste aber bald umgestellt werden. Also im ICD-11 ist es ja schon anders. Das Problem ist, in Deutschland wird noch viel der ICD-10 genutzt und im ICD-10 gibt es ja die F64.0 oder F64.9 ist, glaube ich, die genaue Art. Und das aber auch schon überarbeitet und überholt. Es ist nur noch nicht durch in Deutschland, dass die da umsteigen. Das kann, glaube ich, auch noch ein paar Jährchen dauern. Genau. Man stellt sich über hunderte Wissenschaftler hin. Ja, die behaupten ja, das ist nur ein kleiner Kreis. Ist ja Quatsch, ne? Also wir sind da, das ist schon länger medizinischer Konsens. Und ja, es gibt dann einzelne WissenschaftlerInnen, wie Menschen, die sich halt einfach mit elektrisierenden Fischen auseinandersetzen und nicht mit Geschlecht, aber hey, mit leicht elektrisierenden Fischen auseinandersetzen und dann behaupten, es gäbe nur zwei Geschlechter, ist halt auch einfach nicht so. Es gibt halt verschiedene geschlechtliche Entwicklungen, das ist medizinischer Konsens, das ist auch bei der WHO angekommen und das tut es übrigens nicht, wenn es nicht medizinischer Konsens ist. Surprise, surprise. Und deswegen ist das nochmal wichtig, was hier gesagt wird. Wie alle anderen Geschlechter auch. Eben. Viele Teile der Gesellschaft, der Bevölkerung sind aber aufgewachsen mit dem Bild, dass Transgeschlechtlichkeit eine psychische Krankheit ist. Und wie auch Alicia Joe sich im letzten Video darüber stellt, über WissenschaftlerInnen, das macht die auch ständig. Und dann kommt die mit Quellen wie TikTok oder irgendeinem rechten Sprachverein und denkst du so, alles okay bei dir? Dasselbe bezieht sich auf biologisches Geschlecht. Ganz lange konnten wir in der Biologie nur auf die Chromosomen drauf gucken und haben dann gesehen 46XX, 46XY. Und dann war die biologische These, dass X und Y ja der wesentliche biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen sei. Das finde ich auch nochmal schön zu sagen hier, das ist die biologische These. Ne? Das ist jetzt nichts, was wahr ist, aber das war die biologische These. Und das hat sich halt als falsch herausgestellt. Und trotzdem denken Leute sich so, ja, aber... Seit wir aber in der Lage sind, in die Chromosomen reinzugucken, uns die Gene anzugucken, uns anzusehen, welche Gene sind bei der Geschlechtsentwicklung relevant, hat sich gezeigt, dass über 1000 Gene relevant sind für Körpergeschlecht und die liegen nicht auf X. Das sagt, glaube ich, sogar Dr. Voss in dem ganzen Interview. Ich glaube, ich habe es nicht reingeschnitten, aber wenn man sich das ganze Interview anguckt, sagt Dr. Voss das, glaube ich, auch. X oder Y, sondern auf allen 48 Genen verteilt. Ja. Das heißt, auch Erkenntnisse zum Thema biologisches Geschlecht sind sehr viel komplexer geworden, als viele Personen das vor 10, 20, 25 Jahren in der Schule noch gelernt haben. Mit steigendem gesellschaftlichen Diskurs. Ja, super wichtig, was hier gesagt wurde, weil es einfach... Ah, es kann nicht oft genug gesagt werden, einfach. Kurs haben auch negative Stimmungsmache gegen Transpersonen. Fand auch lustig. Hab letztens einen Kommentar auf YouTube gelesen, der hieß einfach, das war so lust, war so fertig. Aber dann gesagt, ja, meiner Meinung nach ist das wissenschaftlich falsch. Und ich war so, das ist nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Also das ist wirklich absolut nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Aber gut. Allgemein zugenommen.
In dem Moment, in dem wir darüber sprechen, dass trans- und nicht-binäre Personen Menschenrechte brauchen, Zugänge brauchen, Teilhabe brauchen, hat man plötzlich das Gefühl, als wären Menschenrechte Kuchen. Wenn es mehr für die eine Gruppe gibt, muss es weniger für die andere geben. Oder? Oder eben auch nicht. Nee, es ist halt eben das Ding. Es ist kein Kuchen, von dem jeder sich irgendwie was abschneiden kann und dann bleibt für manche einfach wenig. Sondern es gibt unendlich Menschenrechte für alle. Das ist doch eigentlich was so Schönes. Und kein Menschenrecht nimmt einem anderen Menschen was weg. So. Es ist doch einfach geil. Menschenrechte für alle Geschlechter und alle Menschen gleich. So, das wäre doch mal nett, oder? Weil viele Leute denken, Menschenrechte wäre wie Kuchen, gibt es plötzlich Streit darum. Bestimmte Personengruppen haben Angst, dass sie Benachteiligung erfahren, nur deshalb, weil eine andere Gruppe gleiche Rechte bekommt. Aber eigentlich wird niemandem was weggenommen. Ja. Diese ganzen Debatten werden immer wieder als feministisch bezeichnet, weil Personen, die von sich selber sagen, es ist doch voll feministisch, auf marginalisierten Gruppen rumzuhacken, um patriarchalen Strukturen zu stärken. Oder nicht? Wo sind das nicht feministisch? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ist denn zu sein, solche Diskussionen mitfahren, aber eigentlich sind die Rechte von Transpersonen ein zutiefst feministisches Anliegen. Ich habe das anders gelernt, du Björn, ist echt? Also willst du mir jetzt erzählen, dass Transrechte und marginalisierten Gruppen Rechte zu sprechen irgendwie feministisch sind, oder was? Weil es um die Gleichstellung von allen Menschen geht und auch egal welches Geschlecht, oder was, ist jetzt hier dein Take? Willst du mir das verraten? Das wäre der logische Schluss, du willst mich doch verarschen. Und Clint, vielen Dank für deine Stream-Serie. So kann ich das mir aber nicht vorstellen. Trotzdem gibt es Menschen, die sich selbst als FeministInnen bezeichnen, sich aber transfeindlich äußern. Es wird dann zum Beispiel darüber diskutiert, ob Transfrauen richtige Frauen sind und zum... Ja, ich bin nicht aus Plastik. ...zum Beispiel Zugang zu Frauenräumen haben sollten. Dann sind Frauen. Wird gesagt, Transfrauen seien... Genau, Feminismus ist doch eigentlich Männerhass, dachte ich. Habe ja auch gedacht. Irgendwie, es verwirrt mich alles. Keine richtigen Frauen, weil sie nicht weiblich sozialisiert wurden. Mit weiblicher Sozialisation ist gemeint, dass Kinder, die als Mädchen eingetragen werden, eingeschränkt werden in der Art und Weise, wie sie leben, welche Hobbys sie haben, welche Berufschancen sie später haben sollen, dass immer noch sehr viel hin Richtung Rosa mit Puppen spielen, später Ehefrau und Mutter zu werden, erzogen wird. Ein Ziel von Feminismus ist es, Frauen durch diese Form von Sozialisation nicht mehr so einzuschränken. Ja. Also ist ein Ziel von Feminismus, diese Form von Sozialisation abzubauen. Gleichzeitig ist aber diese Form von Sozialisation angeblich die Voraussetzung, um als Transfrau einen Frauenraum zu betreten. An dem Punkt sieht man, dass diese Argumentationslinien nicht feministisch sind. Das ist so schön erklärt. Das Video sollte echt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ey. Das schicke ich auch gleich nochmal in den Chat. Feministisches. Und wenn ihr es auf YouTube seht, verlinke ich es unter dem Video. Ziel wäre zu sagen, man ist nicht erst dann eine richtige Frau, wenn man als Kind weiblich einsozialisiert wurde. Ja. Transaktivistinnen wird immer wieder vorgeworfen, wir würden eigentlich Geschlecht an sich abschaffen. Ja, das wurde mir auch schon vorgeworfen. I'm in this picture. Das stimmt nicht. Ich wollte Geschlecht jetzt einfach abschaffen. Oder will man mir jetzt erzählen, dass ich das nur individualisieren möchte und dass jeder das eigene Geschlecht haben möchte, soll und ausleben soll, wie er das ist? Und nicht aufgedrückt bekommen soll irgendwas? Das wäre ja komplett wild. Was das Ziel der Transbewegung ist, ist mehr Moment. Ich als Archäologe finde das Argument, dass man nach dem Tod Knochen findet, kann man sagen, ob jemand die Frau oder Mann war, immer so blöd, weil Archäologie auch eine Wissenschaft ist, die ständig im Wandel ist. Wenn sich die Definition von Mann und Frau ändert, wird sich auch die Interpretation von Knochenfunden ändern. Das ist ja eben der Punkt. Ne? Also ich habe ja auch mit einer Archäologin geschrieben bezüglich des Videos, was ich rausgebracht habe mit der Biologie. Und da wurde mir nämlich Ähnliches gesagt und auch noch ein, zwei Verweise geschickt.
die ich auch verlinkt habe, wo dann auch, auch aus heutiger Sicht nochmal drüber geschaut wird, bei archäologischen Funden, weil man vielleicht sich doch vertan hat, weil das doch nicht so war. Deswegen da auch so super interessant und ist halt auch ein Blödsinnsargument. Darüber hinaus ist es auch komplett egal, ne? Wenn ich tot bin, ist mir scheißegal, ob irgendjemand sagt, welches Geschlecht ich irgendwie angeblich gehabt haben soll. I don't care, so. Um zu schaffen in gesellschaftlichen Stereotypen, damit Personen, die sich weiblich verorten, auf viele verschiedene Arten Frau sein können, Personen, die sich männlich verorten, auf viele verschiedene Arten Mann sein können, ja. Personen, die sich nicht binär verorten, ja. auf viele verschiedene Arten Mensch sein können. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass es keine einheitliche Form gibt, Transpersonen zu benennen. Trans mit Stern, Transperson, Transgender. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Also Trans mit Stern ist ja, dass du quasi alles, ist ein Überbegriff, wo du halt alles dran hängen kannst. Transperson ist halt auch wieder mit dem Sternchen und zeigt das, also soll halt auch aufmerksam machen, dass es auch nicht binäre Menschen gibt. Und Transgender ist halt die englische Bezeichnung. Transsexuell ist die alte deutsche Bezeichnung, die halt dafür da war, Transmenschen zu pathologisieren. Die aber inzwischen ja nicht mehr da drin steht. Also Transsexualismus, wie ja im ICD-10, glaube ich, sogar noch drin steht, ne? Ja. Gibt es jetzt aber nicht mehr, weil im ICD-11 ist es halt nicht mehr drin. Und das ist halt ein alter Begriff, der aus 1920, glaube ich, kam. Das heißt, schon ein bisschen veraltet. Dann gibt es noch transgeschlechtlich, das ist einfach das deutsche Pendant zu Transgender. Was eher genutzt wird, dann gibt es theoretisch noch Transident. Transident ist aber, ich finde es nicht so cool, ist auch ein Begriff, der einfach genutzt wird. Aber ich finde Transgender einfach besser, weil Transident irgendwie sagt ja, also weil es von TERFs halt oft das Gegenargument gibt, ja, du identifizierst dich ja nur mit dem Geschlecht, aber bist das gar nicht. So, und deswegen finde ich dieses Transident irgendwie so, ne, ist jetzt nicht schlimm, aber so, ne. Und da finde ich transgeschlechtlich einfach passender. Und ansonsten gibt es auch einfach Trans ohne Sternchen, das ist auch einfach wieder Überbegriff. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Transsexuell, es gibt da so einige Begriffe. Ah, es gibt noch viele Begriffe aus der Pornoindustrie, aber die werde ich jetzt nicht durchgehen. Und ein bestimmter Begriff, der reimt sich auf Schimpanse, den werde ich jetzt auch nicht unbedingt. Viele Personen sind von diesen ganzen Begriffen verwirrt, weil die erste Idee ist, dass das objektive Definitionen sind, die alle was Unterschiedliches meinen. Letztlich sind es aber alles Selbstbezeichnungen. Ja, so halb. Also transsexuell wird auch als Selbstbezeichnung benutzt, ist aber keine Selbstbezeichnung. Also kommt nicht von einer Selbstbezeichnung. Ja. Welche Selbstbezeichnung für eine Transperson am passendsten ist, ist eine individuelle Entscheidung und hat viel mit der eigenen Identität zu tun. Genau, es ist halt nur die Frage, wie redet man, wenn man allgemein über Transmenschen redet. Und da ist halt Transmenschen eben, weil du halt alles hinten dranhängen kannst, das sinnvollste Lösung. Sagt nicht, das sind alles Transsexuelle, das ist scheiße, weil viele diesen Begriff für sich ablehnen, ich zum Beispiel auch. Und deswegen sagt lieber Trans und das ist auch am einfachsten. Und man kann halt eben alles hinten dranhängen an Selbstbezeichnungen, basically. Ja, Trans bedeutet ja schlichtweg nichts Cis, quasi. Also Trans bedeutet am Ende, im Endeffekt eine Person, die sich nicht oder nicht ganz mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifiziert. Das klingt kompliziert, ist aber basically das. So. Genau, also deswegen auch nicht-binäre Menschen würden unter diesem Trans-Umbrella, da gibt es ja auch so ein Schaubild mit dem Trans-Umbrella und dann ist da so ein binär und nicht-binär. Aber das heißt nicht, dass sich alle nicht-binären Menschen auch die Selbstbezeichnung trans geben. Es gibt nicht-binäre Menschen, die das nicht für sich claimen. Genau. Oder guckt im Queer-Lexikon nach, genau. Es gibt also da, aus Trans-Perspektive gesprochen, kein richtig oder falsch. Selbstbezeichnung. Moment. Ist bei Behinderten ja auch so. Ich persönlich finde die Bezeichnung behindert auch für mich am besten, weil es halt gut beschreibt. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Die Herausforderung habe, manche Menschen bevorzugen über andere Worte. Das kann man, glaube ich, am besten im Gespräch selber klären. Ja. Ist aber trotzdem immer so ein bisschen die Frage, wenn man allgemein die Gruppe anspricht, wie redet man drüber, wie redet man respektvoll über die Gruppe. Und da würde ich mich dann auch immer so ein bisschen in Richtung Verbände halten und ne, wie man da halt schaut, wie man die Probleme benennen kann und die eine Gruppe erfährt und Diskriminierung, die eine Gruppe erfährt, ohne dass man da direkt Menschen nochmal zusätzlich diskriminiert oder so.
Begegnungen hängen letztlich davon ab, womit identifiziere ich mich, was fühlt sich für mich stimmig an. Ja. Wenn Personen, die selber nicht trans sind, über Transpersonen sprechen, würde der BVT immer Transperson oder transgeschlechtliche Person, ja. Transgeschlechtlichkeit empfehlen. Genau. Warum ist das so? Transgeschlechtlich deshalb, weil das Wort Transsexualität verschiedene Schwierigkeiten mit sich bringt. Einerseits geht es bei Trans nicht um Sexualität, sondern um Geschlecht. Es geht darum, mit welchem Geschlecht ich mich identifiziere, wer ich bin, nicht mit wem ich Sex habe. Menschengemachte Probleme, richtig. Also Diskriminierung ist komplett menschengemachtes Problem, auf jeden Fall. Also wir müssten nicht Menschen diskriminieren, das ist leider ein gesellschaftliches Problem. Ich meine auch, das reine Cis ist das Gegenteil von Trans, ein bisschen zu vereinfacht. Das ist es auch. Es ist vereinfacht. Auch vermutlich in den allermeisten Fällen, trotzdem ausreichend beschreibend, ist, nehme ich an. Genau deswegen sage ich ja, Trans ist eine Person, die sich nicht oder nicht ganz mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifiziert. Das ist so ein bisschen, das sollte das meiste abdecken. Aber um es in manchen Gesprächen zu vereinfachen, verstehe ich, wenn man das irgendwie ein bisschen anders definiert habe oder was meine sexuellen Vorlieben sind. Auf der Ebene ist das Wort transsexuell missverständlich. Ja. Das zweite Problem bei dem Wort transsexuell ist, dass es eine offizielle Diagnose gab, ja, die Transsexualität als Persönlichkeitsstörung einklassifiziert hat. Hat dir das Video gefallen? Dann ja, lass gerne einen sehr. Like da oder teile es mit einer Person, kann die das like auch da interessieren könnte. Mega gut, irgendwie da läuft jetzt was, aber mega, mega gutes Ding. Hallo, ich wollte Stopp machen, warum sehe ich jetzt ein Auto, was umgefallen, ich bin komplett verwirrt. Mega gutes Video, vielen, vielen lieben Dank dafür an die Stuttgarter Nachrichten. Wild einfach, das sollte echt mehr Aufmerksamkeit verdienen, ich kann es nicht reinkopieren. Ich kann es ja nicht reinkopieren, weil das zwei verschiedene PCs sind. Ich hoffe, ich denke dran, ich werde das Video trotzdem in der Videobeschreibung verlinken und ich werde das auch im Discord nochmal posten, dann habt ihr es im Discord nochmal bereit. Heißt Debatten um die Trans-Community. Ist da was dran, glaube ich, so heißt es. Ich sehe es gerade nicht, weil ich viel zu nah rangezoomt habe. Ja, was ist dran, heißt es. Und kann ich sehr empfehlen, schaut da gerne rein. Das war ein sehr gutes Video, danke dafür. Wirklich, vielen lieben Dank.